fragst du dich, warum du gerade die Gedanken, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, immer wieder bekommst? Grübelst du vielleicht darüber nach, warum gerade du ständig aufdringliche Gedanken bekommst, während Personen aus deinem Umfeld davon verschont zu bleiben scheinen? Wenn dich diese oder ähnliche Fragen beschäftigen, dann bleib dran, denn in diesem Video gehen drei Expertinnen deinen Zweifeln auf den Grund. Vielleicht ahnst du es schon, du kannst nicht kontrollieren, welche Gedanken in deinen Kopf kommen und welche nicht. Niemand kann das. Selbst Menschen ohne Zwangserkrankungen bekommen manchmal aufdringliche und komische Gedanken. Einführend ist es ja da wiederum wichtig zu wissen, dass wir generell über egal welche Gedanken, positive, schöne oder eben auch Zwangsgedanken, hirnphysiologisch keine Kontrolle haben. Also niemand von uns kann kontrollieren oder bestimmen, was denke ich jetzt in 5 Minuten von jetzt, was soll mir da durch den Kopf gehen? Ich kann das nicht planen und ich kann es nicht kontrollieren. Und das bezieht sich auf alle möglichen Gedanken, auch auf positive und schöne. Aber es betrifft eben auch die Zwangsgedanken. Wir haben da grundsätzlich keine Möglichkeit, diese für immer zu stoppen. Auch Leute, die keine Zwangserkrankung haben, haben ja Gedanken, die sie nicht haben möchten. Das Problem bei der Zwangserkrankung ist ja, dass man den Gedanken zu viel Bedeutung beimisst. Jemand mit einem Zwangsgedanken denkt dann, warum habe ich den, bin ich ein schlechter Mensch, dies und das und jenes und dieses ganze Grübeln. Und dadurch wird das Ganze immer mehr, sozusagen, kriegt es immer mehr Bedeutung, wird irgendwie immer größer und kann schon deswegen nicht von alleine wieder weggehen, weil man da immer wieder drauf achtet. Das Problem sind also nicht die Gedanken selbst, sondern deine Reaktion darauf. Das bestätigt auch die ehemalige Betroffene Elke Azpudin. Was man nicht haben möchte, das bleibt. Das ist auch bei Zwangsgedanken. Wehren wir uns gegen die Gedanken? Wollen wir sie vermeiden? Wollen wir sie verdrängen? Tauschen wir sie im Kopf aus gegen andere gute, schöne Bilder? Analysieren wir sie? Rationalisieren wir sie? Dann schenken wir ihnen mehr Aufmerksamkeit als anderen Gedanken. Und dadurch haften diese Gedanken natürlich umso stärker. Widerstand gegen deine Zwangsgedanken bedeutet also, dass du immer mehr davon bekommst. Aber wieso ist das so? Unabhängig, ob das was Positives oder was Negatives, Angenehmes oder Unangenehmes ist, je öfter wir denken, ich will das nicht denken, das ist trotzdem eine Aufmerksamkeit für dieses Thema, für diese Befürchtung, für diesen Zweifel. Unabhängig, ob wir den haben wollen oder nicht, das interessiert das Hirn nicht. Da macht es wie eine Abkürzung. Egal, ob wir daran denken, ich will diesen Gedanken nicht haben, im Hirn geht das nicht, wird wie durchgestrichen und es hört eigentlich nur die zentrale Befürchtung vielleicht, ich könnte lesbisch sein oder ich könnte jemandem wehtun. Und dann ist eigentlich nur dieses Wehtun oder dieses möglicherweise homosexuell, das ist dann das Thema, was im Hirn gereizt wird und die Assoziationen eigentlich auslöst und deswegen nähre ich eher diese Gedanken dadurch. Ich feuere eigentlich da eher an, dass ich noch mehr solche Gedanken produziere. Und das ist dieser Teufelskreis. Ein Gesunder, der findet den Gedanken auch unangenehm, aber der denkt, ach Quatsch, oder hat nichts zu bedeuten, oder oh, ich bin heute schlecht gelaunt. Jemand mit einer beginnenden Zwangserkrankung, der kriegt auch einen großen Schreck und steigt über diesen Schrecken ins Grübeln, warum habe ich das und was ist da eigentlich los? Dadurch wird der Gedanke größer und dann kommt über kurz oder lang ja auch das Neutralisieren. Und dadurch wird der Gedanke ja und die Bedeutung noch größer, weil wenn es unwichtig ist, dann würde man ja nicht neutralisieren müssen. Und dadurch signalisiert man quasi dem Gehirn immer, oh, das ist wirklich was Wichtiges, wo ich weiter drüber nachdenken muss und da könnte wirklich was dran sein. Elke Azpudin vergleicht das Prinzip von Zwangsgedanken mit dem von chinesischen Fingerfallen. Je mehr du dagegen Widerstand leistest, desto tiefer steckst du drin. Ich fand es auch immer sehr hilfreich, mir diese Fingerfallen vorzustellen. Das, wo man die Finger reinstecken kann und es ist wie so Ziehharmonika-mäßig und man zieht es auseinander und wenn man das auseinanderzieht, praktisch gegen diese Fingerfalle kämpft, dann schließt sich diese Röhre ganz fest um die Finger, wohingegen, wenn man die zusammenschiebt, weitet sich die Öffnung und man kann die Finger herausdrehen, ganz einfach. Und ich fand das eine sehr schöne bildliche Darstellung auch dafür, wie das mit Gedanken funktioniert. Je mehr wir sie wegdringen und nicht haben wollen, umso mehr kämpfen wir ja dagegen, umso fester sitzen sie und bleiben. Das Fazit, du bekommst genau deshalb diese aufdringlichen Gedanken,
weil du sie nicht willst. Wenn du den Widerstand dagegen aufgibst, wirst du auch weniger davon bekommen. Viel Erfolg auf deinem weiteren Genesungsweg und bis zum nächsten Video.